Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, ABK. Und bevor das Video anfängt, möchte ich erstmal eine Sache klarstellen. Wenn jetzt die ganzen Leute wieder kommen und sagen: Boah, ABK, ich schwöre, du bist richtig ekelhaft geworden. Nein, das stimmt nicht. Nicht ich bin ekelhaft geworden. Die Welt ist ekelhaft. Weil guck doch mal bitte einmal, was es für Hurensöhne auf dieser Welt gibt. Hallo, grüß euch. Ich bin der Schwabbelschwein. Sowas macht einen ekelhaft. Wenn man nur sowas sieht, dann wird man automatisch mit ekelhaft. Das ist wie so eine Grippe, wenn die sich verbreitet, irgendwann kriegst du die Grippe auch. Aber Leute, ihr habt auch einerseits irgendwo ein bisschen recht. Ich sollte nicht übertreiben und den so als Hurensohn bezeichnen, weil seine arme Mutter mit Kinder, die kann nichts dafür. Der ist ja nicht so auf die Welt gekommen, der ist ja erst später zur Missgeburt geworden. Du dicker, fetter Hurensohn. Na, habt ihr jetzt gedacht, ich hab Hurensohn gesagt, ne? Darum lasst uns den einfach Hundesohn nennen. Wisst ihr Leute, ich esse jeden Tag Hundefutter. Oh yo, was für ein Zufall! Und noch eine Sache, bevor wir mit dem Video anfangen. Bedankt euch bei den beiden YouTube-Kanaken John Broke und It's Mad TV, weil durch diese beiden Jungs bin ich überhaupt erst auf diese dicke, fette Missgeburt aufmerksam geworden. Richtiger Marokkaner-Move, einfach wieder Idee von anderen Leuten klauen. Leute, um euch erstmal kurz zusammenzufassen, um wen es geht um eine fette Missgeburt auf Facebook, die sich Schwabbelschwein nennt. Das Problem bei diesem Sohn ist aber, dass man den einfach nicht beleidigen kann, weil er weiß, dass er ein Sohn ist. Ich bin ein Hurensohn, eine Missgeburt, eine dumme Sau. Du fetter Hurensohn. Das provoziert mich jetzt einfach schon unnormal, weil der denkt, dass der cool wäre, wenn der sich selber beleidigt. Und zweitens, dass der sich einfach nicht schämt. Seine arme Mutter, die hat den doch zu so einer fetten Kaulquappe gemacht. Die hat den doch damals als Kind richtig krass durchgefüttert. Und jetzt bezeichnet er seine eigene Mutter als Hure. Dem Jungen ging es in seinem Leben einfach nur zu gut, weil er zu viel Joghurt geleckt hat. Ich bin gar nicht fest, Wasser. Schaut euch das mal an. Das ist jetzt der Dank für deinen Wohlstandsbauch, du fetter Bastard. Was mich bei der ganzen Sache richtig aufregt ist, dass der das Ganze extra macht, um einfach irgendeinen Hype zu bekommen. Egal in was für einem Sinne. Und das Ganze sogar noch klappt. Weil es da draußen einfach noch andere Missgeburten, wie mich zum Beispiel, gibt, die den dann noch indirekt unterstützen, auch wenn die den fertig machen. Aber Leute, wisst ihr, woran man merkt, dass dieser Typ auch fake ist? Guck mal, jemand, der behindert im Kopf ist, der krank ist, der sagt das nicht von sich selbst aus. Ja, ich bin krank, ich bin krank. Aber guck mal, was der hier in diesem Video macht. Was soll ich sagen? Ich bin krank im Kopf. Schaut euch mal meine Titten an. Hey, der spielt an seinen Titten rum und sagt, der ist krank. Junge, du bist ein Sohn, bist du. Ey, wie gespielt der ist. Ich schwöre, der tut richtig so. Ich bin krank. Viele Leute sagen das ja. Ich bin krank. Ich bin krank. Der will so wie diese Schwarzen in Amerika, die so auf Crack sind. Ey, yo, what's up, man? I'm on crack, you know what I'm saying? Der will so einen auf die machen. Jemand, der behindert im Kopf ist, der krank ist, der sagt das nicht von sich selbst aus. Ja, ich bin krank, ich bin krank. Wenn ich sogar zu meinen Kanakenfreunden sage, Bruder, du bist krank. Obwohl die wirklich krank sind, weil die einfach nur behinderte Faxen machen, die kein normaler Mensch macht, sagen die, Hallo, man, was laberst du, lad? Junge, der macht nur Spaß. Das kann nicht sein Ernst sein, ich schwöre. Wenn das sein Ernst ist, dann ist vorbei. Ohne Spaß. Ey, Leute, bitte guckt mal hier, wie der sogar frisst. Dieser Hurensohn, der ist nicht mal dankbar, wenn er etwas zu essen kriegt. Guckt mal bitte, wie der frisst. Richtig wie ein Hurensohn. Aber immerhin, eins muss man denn lassen. Im Gegensatz zum Prinzen, der sich ja bekanntlich nur von Schwänzen ernährt, ernährt der sich immerhin teilweise gesund. Ey, Junge, Alter, der ist einfach Banane mit Schale. Das ist so, als würde eine Frau einen Schwanz mit Unterhose in den Mund nehmen. Ey, Leute, aber wisst ihr optisch, an wen der mich erinnert? Am Donkey Kong. Guck mal, wie groß der ist einfach, Alter. Richtiger Gorilla, Junge. Ey, Leute, in diesem Video scheißt er sogar noch mehr rein. Bitte, guck mal, was der macht. Der ist eine Kerze. Esse ich eine ganze Kerze. Stellt euch mal vor, irgendwann datet den so ein Mädchen, Alter. Trifft die sich mit dem, macht die so romantisch Kerzen auf den Tisch. Und dann kommt er so... Also die Kerze vom Tisch, Alter, und so. Leute, wenn ihr denkt, das mit der Kerze war krass, nein, das war noch gar nichts. Das fängt jetzt als anderes Video. Wenn ihr jetzt schon keinen Bock mehr hast, geh. In diesem Video frisst diese fette Kaulquappe allen Ernstes Zigaretten. Kotzt dabei und frisst die ausgekotzten Zigaretten wieder. Alter! Ich kann das nicht hier reinschneiden bei YouTube. Aber Leute, jetzt mal Spaß beiseite. Immerhin ernährt er sich gesund. Und achtet sogar auf seine Hygiene. Dieser Bastard, der putzt sich seine Zähne mit einer Klobürste. Ihr denkt jetzt, es geht nicht schlimmer? Doch, Leute. Jetzt fickt er euren Kopf richtig. Der trinkt und frisst jetzt allen Ernstes aus einer Toilette.
Noch nie in meinem Leben habe ich jemanden gesehen, der aus der Toilette gefressen hat oder sonst was. Nicht mal Tiere habe ich gesehen, die aus der Toilette fressen. Und dann kommt diese Missgeburt und muss das ins Internet reinstellen, wie der aus einer Toilette frisst. Ey, der genießt das sogar richtig, aus der Toilette zu trinken. Du dicker, fetter Hurensohn. Wenn du durch Internet Geld verdienen willst, dann doch nicht so, Alter. Du fette Missgeburt. Wenn du doch einfach Geld verdienen willst, dann geh doch einfach arbeiten. Ich werde nicht arbeiten gehen. Ich bin komplett krank im Kopf. Ich will nicht arbeiten gehen. So ein Bastard, der macht das einfach nur extra, um jeden abzufallen. Aber Leute, wisst ihr, was mein Verdacht ist? Ich glaube, der macht das extra, weil der keinen Bock hat, das Arbeitsamt dem immer Briefe schickt, dass der arbeiten gehen soll. Ich schwöre, weil Arbeitsamt diese Videos im Internet von denen sieht, die haben keinen Bock, den Einzelnen. Den kannst du nicht die Hand geben. Und ich denke, deswegen macht er die Videos, weil der weiß, dass er das Arbeitsamt damit unnormal abfuckt. Der deutsche Staat denkt, Bruder, nimm dein Geld, mach was du willst, aber bleib zu Hause. Bitte verpiss dich von uns. Ey Leute, falls ihr denkt, Behinderter geht's nicht. Und ich habe mir überlegt, für euch ein Video zu machen, wo ich für 500 Likes scheiße, ich in die Toilette und schmiere es mir ins Gesicht und in die Haare. Ihr habt gehört, der will sich seine eigene Scheiße in die Haare reinschmieren. Und ich werde das jetzt bewusst nicht hier reinschneiden. Wer sich das wirklich geben will, verpiss dich von meinem Kanal. Ich habe seine Seite hier bei mir in der Videobeschreibung markiert. Yo Leute, ich hoffe, das Video hat euch nicht gefallen. Wenn dem so sei, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Folgt mir auch auf Facebook. Ich werde dann auch Schwabbel-Schwein-Videos posten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche mit einem neuen Video. Bis dahin, Leute. Peace. Yo Leute, noch eine kurze Info, ich hätte das fast vergessen. Und zwar wollte ich nächste Woche ein Fragen-Antwort-Video machen. Deswegen schreibt mir einfach eure Fragen hier unter dem Video in die Kommentare. Und wundert euch nicht, warum ich so rote Augen habe. Guck mal, 6 Uhr morgens. Ich bin noch hier am Videoschneiden, kann nicht schlafen, weil ich mir diesen Fettsack reingezogen habe. Leute, dafür muss auf jeden Fall Daumen nach oben kommen und ein paar Abonnenten. Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Woche.